Jetzt spielen wir Vanille. First things first, we need to clear these woods. There's a sight I didn't want to see. Was sind das denn für Dinger? Aber erstmal muss ich sagen, wie es hier aussieht. Es hält sich wirklich noch gut, das Spiel. Nein, ja, bla, Mods und so. Aber trotzdem, es sieht wirklich gut aus, wie es hier aussieht. Einfach wunderschön. Und außerdem ist das die beste Musik im ganzen Spiel? Also ich mag die wirklich sehr gerne hier. Die Mucke. Wir gehen erstmal ins Kristallium, weil wir haben ein paar Kristallpunkte. Erstmal als Verheerer ein bisschen was machen. Ja, Blitz. Sturmangriff. Feuerer. Vorstufe. Okay, gut. Nee, dann auf Manipulator. Da hätte ich auch auf Healer gehen sollen. Geben. Okay. Du bist erstmal Brecher. Geben. Wieso können sie alle beben, nur Lightning nicht? Wahrscheinlich, weil Lightning schon Odin hat. Und die anderen haben ihre Esper noch nicht. Was? Die anderen kriegen auch Esper? Spoiler! Ja, wer hätte das gedacht, dass man mehr als nur eine Esper im Spiel hat. Ich meine, es hat ja seine auch schon. Dann gehen wir auf Augmentor, das ist besser als Verheerer. Ad Blitz, Ad Aqua, was ist das denn? Angriff holen, Brecher, Verheerer, Verteidiger, Manipulator erhalten das Element Wasser. Ah. Also das ist das Gegenteil von Ex Aqua zum Beispiel. Stufe. Ich habe Accessoires noch vergessen. Das war's jetzt. Da haben wir auch alles fertig. Wir haben noch ein paar Kristallpunkte, deswegen würde ich dann in den Verheerer gehen. Der hat ein Accessoire mehr. Du nicht, ne? Aber du. Anlegen. Carbonreif, TP plus 150. Du hast genug TP erstmal. Schutzanmeldung, Flor in Notlage, halt keine Ahnung, was das ist. Halt Trankeffekt mal 2, Wallum in Notlage. Magieschaden. Minus 5. Der Magieschaden. Ja. Magieverteidigung heißt, das steigt, ne? So soll das heißen, ne? Deprotestresistenz, Blitzringe. Ich glaube, ich gebe dir das Weisheitsamulett. Du hast auch so viel Magie. Ihr seid, glaube ich, ein bisschen gut dabei mit euren Waffen, ne? Okay, das war's dann erstmal. Modifizieren kann ich nicht so viel, weil nichts da. An Materialien. Das ist aber eins der schönsten Level, sowohl visuell als auch audiotechnisch. Hier sind Pepperoni-Monster. Ist leider nur schade, dass die Musik Gemüsepudding. Gemüsepudding. Feuer ist die Schwäche und immun gegen Normalangriffe. Wieso greifst du normal an? Ah ja, weil wir den noch nicht gedingselt haben. Ja, Feuer. Hammer auf Feuer. Das schaue ich mir mal kurz an. Fertigkeiten. Ja, Feuer und Feuer. Und dann hauen wir drauf. Ich hätte auch. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss doch noch was einstellen. Die Paradigmen habe ich nicht eingestellt. Ich weiß nicht, was wir für Paradigmen haben. Wahrscheinlich die vom letzten Mal, als wir mit Vanille und Sass unterwegs waren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Das ist gut genug, sage ich erstmal. Aber ich guck noch mal kurz nach. Blubbert der so sehr? Ich mag das Geräusch nicht. Blub, 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 blub.
So. Paradigmen, was haben wir denn da alles? Extermination, Partikularattacke, Diversionsgefecht. Dann mache ich dich mal zum Heiler und dich zum Augmentor. Dann mache ich dich zum Verheerer und dich zum Augmentor. Und dann, was wir jetzt mal brauchen, zwei Verheerer. Wir haben jede Menge Augmentor-Sachen. Und wenig Brecher, aber ist auch erstmal Wurst. Die Musik ist so schön. Das Level ist so schön. Ich bin echt gern hier. Mir ist es zu feucht. Was seid ihr denn für komische Echsen, Frösche, Fische, was auch immer? Analyse erstmal. Donner. Dornenfisch. Deine Schwäche ist Feuer und Blitz und Aero. Setzt mir. Aero war. Das trifft wahrscheinlich alle so ein bisschen. Oh. Wieso nicht? Ich meine, die sterben direkt. Meine Güte. Die halten ja nichts aus. Nicht wie die Pudding. Skorpion-Roboter? Ach, ich. Es ist die Frage, wo wollen wir. Ja, okay. Da, wo Seth lang geht, ist tatsächlich ein Item, wahrscheinlich. Moin, habe ich euch überrascht? Hab ich. Sind beide? Ja, sieht so aus, als wären beide geschockt. Ich dachte, er meint halt den Skorpion-Roboter, der ganz am Anfang war. Ich dachte, er ist Skorpion-Roboter. Meint er, ist das eine Anspielung auf Final Fantasy 7? Aber nein, er meint den Skorpion-Roboter, den es am Anfang gab. Den ich vergessen habe, wie der hieß. Gut. Ich muss auch A drücken. Wie so ein Vollidiot stehe ich da und warte, dass da es weitergeht. Wunderwasser. Hört sich doch gut an. Hier sind Tomaten oder sowas. Gucken wir uns die Tomaten nicht an. Also so geil wie der Rest sahen sie jetzt nicht aus. Da hat man gesehen, dass das ein PS3-Spiel mal war. Mit den Tomaten. Jetzt auf den Gemüsepudding. Vielleicht haben wir Glück und treffen auch noch andere Viecher dabei mit dem Feuer. Gemüsepudding hat nur wirklich Schwäche Feuer. Die anderen Viecher waren das, die Aero haben. Ja komm, das dürfte eigentlich reichen. Die halten echt nichts aus, diese komischen Froschfische. Oder Dornfische waren es, glaube ich. Oder Dornfrösche? Das kommt aber, wenn man sich nichts merkt, ne? Es ist auch irgendwie traurig, dass dieses Gebiet besser aussieht als das aus Stranger of Paradise, obwohl Stranger of Paradise einfach mal 12 Jahre später rauskam. Oder wenn man von den japanischen Release ausgeht von Final Fantasy 13, waren es 13 Jahre. Weil es kam ja in 2009 raus in Japan, dieses Spiel hier. Und Stranger of Paradise 2022. Also das sind schon 13 Jahre Unterschied und das Level in Stranger of Paradise sieht schlechter aus als das hier.
Ich weiß Mods und so, aber ihr müsst mir vertrauen, wenn ich sage, so viel anders sah es auf der PlayStation 3 auch nicht aus. Natürlich, die Auflösung war viel geringer, weil wir spielen hier in 4K und die Auflösung war irgendwie 27p oder vielleicht sogar geringer. Oder vielleicht sogar was höher als 27p. Es war auf jeden Fall nicht HD. Full HD. Also, das muss man immer im Kopf behalten und die Modelle sahen anders aus, weil guckt euch zum Beispiel die guckt euch die Ketten an von Vanille hier. Die sind in dem PlayStation 3 Original einfach flach, aber die haben hier ein Volumen, also sind dreidimensional und im Final Fantasy 13 für die PlayStation 3 waren es einfach Texturen, flache Texturen. Sind beide? Ja, beide sind geschockt, so wie es aussieht. Vor allem die Umgebungen sehen in der PS3-Version ziemlich ähnlich aus. Ich habe vor kurzem ein Digital Foundry Video gesehen, wo sie nochmal alle Versionen von Final Fantasy 13 gezeigt haben, auch die PS3-Version und halt auch die PC-Version, auch mit Mods und so. Und ich muss echt zugeben, das nimmt sich nicht viel. Natürlich sieht das mit Mods und auf dem PC einfach komplett besser aus. Natürlich. Es ist PlayStation 3, die wir gerade hier vergleichen mit dem PC, mit dem modernen. Mit Mods und alles. Also, das darf man nicht außer Acht legen, aber trotzdem sieht es für PlayStation 3 Spiel auf der PlayStation 3 selber noch ganz gut aus. Entkräftung plus? Was ist Entkräftung? Feuerresistenz und Entkräftung plus. Und die Magie geht nur ein bisschen runter. Nee, ein Scheiß. Von 111 auf 92, nee. Wir bleiben beim Fernflügel. Ach, ich mag die Mucke hier. Wirklich echt schade, dass dann die Kampfmucke kommt, wenn wir mal in den Kampf sind. Gremlins. Oder seid ihr was anderes? Erstmal gucken. Ja, das sind Gremlins. Was waren eure Schwächen? Feuer, Wind. Und ich glaube Eis war es auch noch, aber Wind ist vor allem wichtig, weil wir ein Aero-Rad machen können und das trifft einfach mal fast alles. Okay. Also seien wir mal realistisch, die PS3-Version sieht kacke aus, im Gegensatz zu das hier. Die 4K-PC-Version mit Mods und allem drum und dran. Sieht halt... Also alles andere würde mich auch wundern, wenn die PS3-Version besser aussehen würde. Für ein PlayStation 3 Spiel sieht es einfach gut aus. Und ich habe ja eben Digital Foundry erwähnt, das ist ein YouTube-Kanal auf YouTube. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie noch andersweitig unterwegs sind, außer YouTube, vielleicht eine eigene Webseite haben oder so. Ich habe sie erst vor kurzem so mitbekommen, Digital Foundry. Die machen, also denen geht es größtenteils um die Technik hinter Videospielen, also das Visuelle und so ein Zeug. Und die haben auch vor kurzem ein Video gemacht, wo die Battlefield 3 gezeigt haben, die
PlayStation 3 Version, die Xbox 360 Version und eine PC Version mit einem PC, der einem PC aus 2000, wann kam Battlefield raus? Aus 2011, glaube ich, ähnelt. Und das sah echt, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das so ein altes Spiel ist. Das ist 12 Jahre alt, Battlefield 3 mittlerweile. Und das sieht richtig gut aus auf dem PC, auf so halt aus heutiger Sicht ein sehr veralteter PC. Aber auch auf der PlayStation 3 und der Xbox 360. Vor allem auf der PlayStation 3 sieht es einfach gut aus. Auf der Xbox 360 jetzt nicht so. Ich meine, das sieht auch noch gut aus, aber ich würde, wenn ich auswählen müsste zwischen den beiden, die PlayStation 3 Version nehmen. Aber die Dingsversion, die Xbox 360 Version, die ist jetzt auch nicht so schlecht. Eigentlich ist sie ziemlich nah dran an der PS3-Version, aber ich hab's einfach nur sehr komisch jetzt gesagt. Hier Heiler Augmentor. Ja, einmal Vanille. Ja, einmal Sass. Wäre schön, wenn du da ein bisschen mehr machen würdest. Warte. Ich hab ein bisschen Manipulator. Deprotest. Ein Deprotest reicht ja. Und dann ein Deval. Und dann scheiß mir drauf. Deprotest war eigentlich ziemlich dumm. Ja, wir sowieso nicht mit physischen Attacken angreifen können. Außerdem hat das, glaube ich, nicht geklappt, weil da keine Sachen drüber sind, auch über die Leiste von dem Vieh. Also es gab sehr viele PS3, also nicht sehr viele, aber es gab ein paar PS3-Spiele und Xbox 360-Spiele, die waren für ihre Zeit einfach ein bisschen voraus. Halt Final Fantasy 13, One of the PS3. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich PS3 oder PlayStation 3 sagen will, deswegen kommt da manchmal PS3 raus. Blaze, wie manche das nennen. Auf jeden Fall, es gab da wirklich ein paar Spiele, die waren ihre Zeit voraus und sehen heute noch gut aus. Natürlich nicht zu vergleichen mit aktuellen Spielen. Ich glaube, ich kann Aeora machen, aber Feuer ist auch ihre Schwäche. Aber mir fallen da auch nicht so viele Spiele ein, außer Battlefield 3 und Final Fantasy 13. Die waren auch eher so, und bei der PS3 Last of Us 1. Das waren aber alles so Spiele, die... Ah, da sind nur Gremlins. Die haben uns auch, glaube ich, nicht erkannt. Ja, so ein Diebstahl. Also gegen Ende von der PS3-Ära kam noch ein richtig Grafikkracher raus. Und auch bei der Xbox 360. Aber dazu muss ich sagen, dass ich die Xbox 360 nicht wirklich hatte zu der Zeit. Ich glaube, es gab schon... Nee, ich habe die Xbox 360 zwar gekauft, wo die noch mehr oder weniger aktuell war. Aber ich habe fast nichts gespielt, außer Halo 4 war es, glaube ich, noch. Auf der Xbox 360 und dann ja, deswegen rede ich mehr von der PS3. Aber dazu muss man auch sagen, dass es sehr viele, oh, Ärztewissen haben wir schon, dass es sehr viele PS3 und Xbox 360 Spiele gibt, die kacken hässlich aussehen.
sogar zu ihrer Zeit. Und heutzutage sowieso. Sieht man jetzt aus dem Wald raus? Schade, der sah so schön aus. Und das PNG im Hintergrund sieht nicht so schön aus. Any family? I have a little boy. Oh, so you're married? I was, yeah. We gotta get you home. Your son needs you. Come on, we'll make it. It's too late. Also es ist zu spät. You might be a Lassie, but you're still a daddy. You're right. So, what's his name? Cool, dass er mit uns redet. Oh. Tag 11. Küstenstadt Otum. Hund! Ich will den Hund! Nicht das Kind, Hund! Making a wish, huh? What'd you wish for? Well, you're never happy. You never smile. Oh. So here's what I wished. I wish that you'd cheer up and be like your old self again. Wieso hat der eigentlich einen Schokobo im Haar? Your wish came true. Yeah. Ja, mehr oder weniger für den Moment. Okay, it's my turn to wish. What for, Dad? That's my little secret. Was ist das denn? Was ist das denn? Sass? Huh? You all right? Yeah. Come on, Pops. You really got to keep it together, okay? Now, let's go. Now I got kids looking out for me. Some dad I am. Ah, wir sind aus dem schönen Wald raus. Oh, schade. Das hässliche Felsen und so. Gegner umgehen. Auf dem Weg voraus lautet eine fürchterliche Schuppenbestie. Vielleicht könnte sie nur schwer zu besiegen sein, doch zum Glück ist sie so schwerfällig, dass man sie leicht umgehen kann. Umgehen ist eine gute Option, um alle zu gefährlichen Kämpfe zu vermeiden. Zögere nicht vor, dieser Option Gebrauch zu machen, wenn ein Gegner als zu stark erscheint. Das Ding ist, dass später im Spiel ein Ort, also eine Gegnergruppe gibt, die stärker ist als alles andere, was davor kam und was danach kam. Also unmittelbar. Und ich dachte, ich stecke fest, ich habe irgendwas falsch gemacht oder so. Und deswegen habe ich mir tatsächlich die Komplettlösung gekauft, weil ich dachte, was muss ich da jetzt machen? Ich versuche mal so eine Bestie. Da sind aber viele. Ich versuche es trotzdem mal. Erstmal schocken. Oh, jetzt hat sie ihren Panzer verloren. Mit der vertikalen Analyse. Was ist deine Schwäche? Schwäche Feuer, Blitz und Wasser. Komm, hauen wir weiter drauf. So schwer scheint die erstmal nicht zu sein, aber sie ist auch geschockt. Kriegt die ihren Panzer wieder, sobald sie aus ihrem Schockzustand ist? Ja. Wir machen erstmal die eiserne Front. Ich heile mal erstmal Sass.
haben wir noch was Sass. Dann heilen wir mal kurz Vanille. Dann nochmal Sass. Nochmal Sass. Und dann würde ich mal hier auf Manipulator gehen. Durch die physische Resistenz oder Magieschaden, Deval. Weiter heilen. Nein, nicht Vanille. Stress. Extermination. Feuerer. Ich glaube, das war die Schwäche. Nee. Das ist aber halbiert. Alles halbiert, bis auf Eis und Erde. Das ist immun. Ja, also wir müssen das Vieh echt zum Schrocken bringen, damit... Ich glaube, ich mache wirklich nur ein Vieh. Weil das ist ja langweilig und scheiße hier alles. Ich meine, das kriegen wir irgendwann mal down, aber das dauert halt eine halbe Ewigkeit. Was war die... Was ist die Weglaufen-Taste? Kampf neu beginnen. Also wenn das so ist wie sonst auch immer, wenn man einen Kampf neu beginnt, dann stehen wir kurz vor dem Vieh hier. Ja, lass mir das mal, ne? So ein Scheiß, ich wollte da runterspringen. Kampf neu beginnen. Nein, runter. Da ist ein Item. Kannst nicht öffnen, weil da zu viel ist. Ah. Dann lassen wir das Vieh erstmal ruhen. Da ist kein Item. Kamera, bitte. Ich weiß, dass du die Umgebung einfangen willst und so, aber das ist scheiße. Weil ich muss gucken, wo die Viecher sind. Ein Analysator. Ja, sollte ich auch mal die Analysatoren benutzen, bevor ich andauernd Analyse verschwende. Also die MTP für Analyse. Ah, jetzt sind wir wieder hier bei etwas einfacheren Gegnern. Bevor, dass ich das Monster dann doch nicht gemacht habe. Wäre doch ein bisschen langweilig und scheiße gewesen. Kann ich hier nochmal hoch? Wieso sollte ich hier drauf gehen wollen, wenn ich einfach runterfalle? I don't get it. Habe ich eigentlich die Geschichte zu Ende erzählt? Ich glaube nicht, ne? Ich habe, also später im Spielverlauf, kommt man zu einem Gegner, zu einer Gegnergruppe, die ziemlich stark ist. Und ich wusste nicht, wie man sie besiegt, weil die sind zu stark und grinden hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich mir die Komplettlösung gekauft. Und da stand Folgendes drin: entweder grinden oder einfach versuchen zu umgehen. Ich habe kaum Gegner übergangen, weil ich dachte, ich will Erfahrungspunkte. Ich will Kristallpunkte. Ich will alles. Ich will die Items, die sie fallen lassen. Ich will alles, was man kriegt durch Kämpfe. Und ja, das war ein bisschen kacke. Ich habe nicht nur sehr lange Zeit verschwendet, indem ich andauernd die Kämpfe versucht habe. Nein, ich habe auch Geld ausgegeben.
für etwas, was ich hätte eigentlich, also was ich hätte wissen können, aber auch was das Spiel, also dass das Spiel eine Gegnergruppe einen im Weg stellt, die mega schwer ist, ist einfach asozial, also für den Weg weiter. Wenn das einfach irgendwo in der Pampa gewesen wäre, es mir egal, aber das war der Weg weiter und man konnte kaum umgehen. Deswegen, das war so dumm und kacke. Und die Gegner danach waren wieder alle normal und halt auch, die waren so übermächtig, die Viecher. Und da kommen wir noch hin. Ich werde die diesmal nicht übergehen, weil ich vorhabe, ein bisschen zu grinden. Was heißt grinden, aber ein bisschen mehr zu leveln und so. Ja. Aber dafür habe ich, glaube ich, das Lösungsbuch immer noch für Final Fantasy 13. Was meistens daraus besteht, geht geradeaus. Ah, herrlich. Und ein paar Tipps und Tricks beim Kämpfen, aber das ist auch nicht viel. Not enough sleep? I guess. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? Alter. Oh, I'm just gonna lie down for a bit. Being made a Lassie, it's not easy. Ist der Chocobo eigentlich auch ein Lassie? Even I'm kind of worried. Kein Chocobus will sie werden. But even if we don't know what'll happen, we have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. You know? Next stop is Nautilus, City of Dreams. Yep. Oh, Sass. Der ist doch nicht schon weg. Der würde doch sein Chocobo nicht zurücklassen.